Eure Herzen, ich kann sie pochen hören. Olpe, wen haben wir denn da? Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm. Wie ihr bald herausfinden werdet. Moment. Nichts. Die Ratten. Sie gehorchen dir, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Das seid ihr ja. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Leicht im Schatten des Trägers zu leben, oder, Amicia? Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Oh nein, ihr darf dich nicht sehen. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Was?
Was wollt ihr schon ausrichten? Ihr seid nichts, nur Fleisch für meine Klinge. Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Treibt ihr euch rum? Kommt zu mir! Ich komme! Versteck dich, Amicia! Schnell! Er darf dich nicht sehen, Amicia! Doch hier irgendwo sein. Bringen wir es hinter uns. Wir werden zusammen sterben. Ad ignem, ad lucem. Das ist das Ende. Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf. Ich töte sie. Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner. Melly, das schaffst du nicht. Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Warum?
Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind 5. Gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly. Sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Oh, Melly, warte! Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber... Gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Vorsicht! Hey, glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Tal weiß, was er tut. Heute Nacht. Nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch, wir wissen nicht mehr, was in dieser Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Hey,
helfe ihm. Bleib hier. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Der ist für dich. Du wirst bezahlen. Gute Arbeit. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Das Wichtigste ist, dass der Große von den Bissen. Warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Sie kommen nicht raus, solange es hell ist. Ich hab sie gefunden! Schweine! Amicia!